Also liebe Fußballfreunde, heute gibt es den Spielbericht aus etwas ungewohnter Position. Aus dem Auto schon auf dem Weg gen Heimat. Im Spielfeld war es ein bisschen windig, da hätte man wahrscheinlich sowieso kein Wort mehr verstanden. Und es war auch ein bisschen kalt. Also so bei 8 Grad Außentemperatur, das war schon ein bisschen arg. Also gerade für unsere Auswechselspieler, wobei so viele hatten wir nicht. Wir hatten einen Mann draußen plus Löpi, der aber Grippe erkrankt angeschlagen war. Der hat die letzten 10 Minuten nochmal gespielt, aber hat sich zur Verfügung gestellt, falls jemand wirklich tot umfällt, dass er nochmal mit rein kann. Ansonsten hatten wir einen Auswechselspieler, aber wir haben das hervorragend gemacht. Also die Jungs haben alle durchgespielt, 90 Minuten, hochkonzentriert. Und es war eine tolle Mannschaftsleistung, die da heute gezeigt haben. Wir können ja keinem Spieler heute sagen, dass der das Spiel gemacht hätte, sondern das war wirklich eine Leistung der kompletten Mannschaft. Und der Fußballgott hat uns heute auch ein bisschen geholfen. Dreimal hat es bei uns selber am Gebälk gerappelt. Einmal an der Latte und zweimal am Pfosten. Da war Conny ganz dankbar, dass die Dinger nicht reingegangen sind. Ansonsten hat er das, was da kam aufs Tor, grandios pariert. Er musste ja heute als fünfter Torwart einspringen. Er ist seit seiner Jugend nicht mehr im Tor gewesen und hat das grandios gemacht heute. Was der da rausgeholt hat, das war echt stark. Auf der Gegenseite hat es zweimal am Pfosten gerappelt und der Ball wollte irgendwie nicht rein. Also auf der einen Seite war der Fußballgott bei uns, auf der anderen Seite war er wieder gegen uns. War ein kurioses Spiel. Also wenn wir alle auf beiden Seiten die Chancen genutzt hätten, glaube ich, wäre das hier auf beiden Seiten zweistellig geendet. Aber so, wie es gelaufen ist, war es in Ordnung. Wir haben Chancen gehabt ohne Ende. Von der ersten Minute an waren wir die bessere Mannschaft, obwohl man sagen muss, BMW Motorrad war, dadurch, dass wir einige Spieler heute nicht am Start hatten, trotz alledem bissig, aggressiv, haben uns versucht, nicht ins Spiel kommen zu lassen, sind immer gegen den Mann, immer gegen den Ball gegangen, fair, alles fair, ohne Frage. Aber war schwierig, dann Spiel aufzuziehen. Aber die Chancen, die wir dann hatten, die haben wir nicht genutzt. Und das macht uns in der ersten Halbzeit ein bisschen Sorge. Aber letztendlich haben wir das Ding dann über die Runden gebracht. 6:2 auswärts gewonnen. 3 Tore von David Matschke und auch die anderen waren sehenswert. Die sind im Live-Ticker alle vermerkt. War ein schönes Spiel. Damit können wir uns jetzt erstmal verabschieden. Montag ist Training und das nächste Auswärtsspiel dann am Freitag. Und bis dahin sollten die Knochen wieder zusammengewachsen sein. Und wir sollten auch wieder einen Torwart am Start haben. Ne? Einer unserer Keeper kommt aus dem Ausland zurück. Da wird es also im Tor dann auch nicht mehr so eng. Ja, in dem Sinne, ein schönes Wochenende, habt Spaß und bis nächste Woche. Ciao, ciao.